Hallo und herzlich willkommen bei TechStage. Mein Name ist Kamal und heute haben wir das Xperia Z5 von Sony erhalten. Wir dachten, wir packen es gemeinsam mit und für euch aus. Also bleibt dran, in wenigen Sekunden geht's los. Also so sieht die Verpackung hier aus. Hier oben steht Sony, dann Xperia Z5 und das Gerät ist mit der Rückseite auf der vorderen Seite hier abgebildet. Im Vergleich zu dem Vorgänger hat sich die Verpackung nicht geändert. Schön kompakt und schmal. Ich drehe die Verpackung einmal hier um und was wir hier sehen, sind die restlichen anderen Farben, in denen das Telefon noch so verfügbar ist. Weiß, Minze, Gold und Graphit. Diese Version haben wir auch hier. Hier unten, schwer zu sehen, aber einige technische Daten, die Highlights des Telefons. Eine 23-Megapixel-Kamera mit einer Scharfstellung von unter 0,1 Sekunde. Der Akku soll 2 Tage halten, da bin ich drauf gespannt, ob es wirklich so ist, denn beim Vorgänger war das so. Und das Telefon ist IP65 und IP68 zertifiziert. Das heißt, es ist staub- und wasserdicht. Wobei da auch Sony selber sagt, naja, so wirklich wasserdicht ist das nicht. Aber auch das prüfen wir in unserem Test. Das Display hat eine Diagonale von 5,2 Zoll, das steht hier. Und die Auflösung ist Full High Definition. Es ist ein Octa-Core-Prozessor verbaut mit 64 Bit. Der Speicher ist 200 GB groß und er lässt sich erweitern. Genug geredet, machen wir es endlich auf. Und was wir vor uns sehen, das ist das Xperia Z5 von Sony. Legen wir es mal kurz zur Seite. Was wir alles drin haben, ist natürlich ein Netzstecker. Der hat eine Ausgangsspannung, eine Ausgangsstromstärke, meine ich, von 1,5 Ampere. Das klingt nach einer Schnellladetechnik. Ob das wirklich so hinhaut, das prüfen wir in unserem Test. Natürlich ein USB-Kabel, das sieht so aus. USB auf Micro-USB. Und es gibt Kopfhörer, 3,5 mm Klinke mit In-Ear-Style. Es sind aber keine Active Noise Cancellation, also keine geräuschunterdrückenden Kopfhörer. Wem die mitgelieferte Größe nicht passt, aufgesetzte, der kann nochmal welche aufnehmen und so sieht das Ganze hier aus. Kommen wir zu dem eigentlichen Star dieses Videos und zwar das Xperia Z5. Ich nehme das mal aus der Folie hier raus und wie ich bereits sagte, wir haben das in Graphit. Ich nehme mal diese Transportfolie hier runter. Ich muss euch sagen, ich habe das Telefon bisher noch nie in den Händen gehabt, nicht auf der IFA, wo es vorgestellt wurde, sondern heute das allererste Mal und ich habe es von zahlreichen Kollegen mitbekommen, wie es sich anfühlen soll. Die sagten, ziemlich hochwertig, ziemlich gut und so fühlt es sich auch gerade an. Dieser Metallrahmen, der macht echt was her, der fühlt sich sehr solide an, sehr robust an und ja, hier vorne haben wir die Glasseite, die ist natürlich kristallklar und hier haben wir auch eine Glasseite, aber die ist ziemlich milchig gehalten, also hat so einen typischen milchigen Look. Das kommt wirklich sehr gut rüber in einem gewissen Licht und je nachdem, welche Farbe man hat. Ich sag mal ganz kurz was zu den technischen Daten, bevor ich das Telefon einmal kurz hochfahre. Und zwar haben wir ein 5,2 Zoll großes Display, wie gesagt Full HD Auflösung und es ist ein IPS-basierendes LCD, kein AMOLED. Hier vorne haben wir eine Kamera, dann haben wir auf der vorderen Seite 2 Lautsprecher, Stereo und hier auf der Rückseite natürlich die 23-Megapixel-Kamera. Ich muss jetzt keinen großartigen Test machen, um sagen zu können, dass hier eine LED eingebaut ist. Ich hätte mir gewünscht, dass sie Dual-LED haben oder Triple-LED, denn Sony ist ziemlich ausgelastet oder ziemlich fotografielastig, also hätte man hier etwas mehr machen können. Aber lass uns schauen, wie die Lowlight-Fotografie ist, wenn das Telefon dann durch den Test geht. Vorerst sieht das erstmal etwas wenig aus. Gut, so sieht die Rückseite aus. Hier ist noch ein FC-Logo, wie es Sony klassisch immer macht. Xperia unten, Sony in der Mitte. Ein Merkmal hat das Sony-Smartphone immer gehabt, und zwar so einen runden Knopf mit dem Omnibalance-Design. Das haben sie dieses Mal weggelassen. Warum? Weil sie hier so einen flachen Button haben. Und der ist nicht flach umsonst, sondern darunter ist ein Fingerabdruck-Sensor eingebaut. Kein Scanner, sondern ein Sensor. Heißt also, wenn ich das Telefon in die Hände nehme und meinen Daumen sowieso hier platziere oder wenn ich Linkshänder bin und meinen Zeigefinger hier platziere, dann kann ich in einem Zug das Telefon entsperren und auch gleichzeitig einschalten. Und das habe ich jetzt gemacht. Das Telefon ist an, ich kann es einrichten. Hier an den Seiten sehe ich hier noch einige Tasten, zum Beispiel für die Lautstärke, hoch und runter. Und eine 2-stufige Kamerataste, die ist echt gut. Das braucht man auch, wenn man damit im Wasser ist oder unter Wasser. Ansonsten, hier lässt sich das Telefon öffnen. Da kommt eine Speicherkarte und eine SIM-Karte natürlich rein. Klar, das ist eigentlich auch schon alles, was mir das Telefon sagen muss. Klinke ist hier oben. Ich kann das Telefon jetzt soweit einrichten und das werde ich auch machen, denn die nächsten Tage will ich das testen und dann sage ich euch in einem Test, was das Telefon alles so drauf hat. Das war das Xperia Z5 von Sony Mobile Communications. Bis dahin und auf Wiedersehen.